ist kein Wunder, dass an die Lust am Einkaufen vergeht, wenn vor jedem Geschäftseingang a so ein Hüss-Sheriff steht, der die 2G-Regel kontrolliert und dabei wahrscheinlich ejakuliert, weil man als Denunziant in Österreich sehr gut lebt. Diese geisteskranken Blähungen von der dümmsten aller Regierungen werden unterstützt und das ist der Hammer von Gewerkschaft und Wirtschaftskammer. Der Markt macht freiwillig mit, wie gesagt, wer nicht will, hat schon gehabt. Was ist das für eine kranke Welt? Sie sind der Feind vom eigenen Geld. Das haben wir jetzt davon, auch die Kassierin kennt da kein Pardon. Na gut, dann schalte ich meinen Computer an und bestell bei Amazon.